Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft and the Guardian of Light. Nachdem wir im letzten extra langen Part den, Echsendämon getötet haben, werden wir jetzt versuchen, die Sonnenscheibe da drüben uns zu besorgen. Das werden wir natürlich auch hinbekommen. Achso, ja, mit dabei ist natürlich die allseits beliebte Kami. Wie er mich vergessen hat? Ah! Oje, dann Geronimo! Ah, ging ja gut. So. Sorry. Wir stellen uns teilweise raschend gut an. Ja. So, finden Sie die zweite fehlende Sonnenscheibe. Ja, insgesamt haben wir, glaube ich, drei gefehlt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist gut möglich. Ich hoffe, die sieht jetzt wieder. Ja, sehr schön. Upsa, ich sollte mal anlaufen. Ja. Nein! Oi. Tschüss. War nett. So, nochmal. Ja, die Steuerung ist gerade echt hacke. Ja, die ist echt ungewohnt, die Steuerung. Das muss man ja so sagen. Ja, weil vorwärts geht jetzt nicht mehr immer vorwärts. Aber ist ja. Klappt doch trotzdem alles. Oh mein Gott. Was ist das? Ich höre böses Getiere. Da ist es. Noch wer? Ach, ich benutze jetzt auch mal das Gewehr. So, ich glaube, das war's hier. Dann werden wir jetzt wieder hoch müssen. Oder wir gehen erstmal hier gucken, was hier unten ist. Oh, ich brauche Steinchen. Glitzer. So, einen genehmige ich mir auch mal. Ist da hinten noch was? Ja, stimmt. Wir müssen ja auch noch die Schädel finden. Ach, guck mal, wir hätten auch einfach hier runtergehen können. Und dann? Du hättest dich eben nicht darüber schwingen müssen, weißt du? So. Ach, ich fand die cool. So, was ist hier? Hier geh ich nass. Achso, ich hab ja jetzt das Gewehr. Aua. Mist. Pass auf mich auf. Ach, da bin mal kurz weg. Ach, da kann ich mal ein Speer, aber besser. Was ich auch sehr ungewohnt finde, dass man zum hier oben ist ein Schädel. Schießen so gedrückt halten muss. Da oben ist ein Schädel, ja. Ah, hier ist auch eine Herausforderung. Aber guck mal, um zu dem Schädel zu kommen, müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Wieso? Du kannst mir doch einfach Schild halten. Dann hopf ich da hoch. Oh. Geht das? Na, komm, sonst hätte ich auch an dem Scheiß fest. Ich weiß nicht, ob das geht. Was war das denn eben? Warum denn nicht? Doch, geht. Ja, ich weiß nicht, es hätte sein können, dass das Spiel sagt, nein, ihr müsst über den Pfeiler da gehen. So, bevor wir da reingehen, schauen wir uns hier nochmal um. So, und ein Herausforderungsraum, der auf uns wartet. Dum. Oh, was eine schöne Musik. Oh, ich mag es nicht, wenn man nicht kommt, was sie da, da ist wieder hell. Jetzt. Oh, da ist, guck mal, da ist eine Eule oben. Soll ich mal auf den Schalter hier gehen? Da müssen wir. Ja, aber ich glaube, wir nimmt es ja nicht fertig. Ah. So, wie kommst du da jetzt hoch? Kannst du, wenn ich hier draufstehe, von meinem Schild darüber springen? Upsa. Mal nicht. Ich meine, notfalls müssen wir die Strecke. Achso. Kugel halt bis dahin schleppen. Meinst du, die kriegen wir dahin, weil ja die Brücke zerstört war da in der Mitte?
Und ich weiß nicht, ob wir die mit hier reinnehmen können. Ach doch, warte mal. Dann wird hier oben vielleicht... Guck mal, ich kann dir doch, wenn ich dir hier einen Speer reinmache und du da drauf gehst, wirst du aber nicht hoch genug kommen. Ne? Kannst du noch einen zweiten etwas da drüber machen? Na, nee, warte ja, mal ein ganz bisschen kurz. Weiter drum. Ich kann ja die Treppe hochgehen. Oh yeah! Was haben wir gekriegt? Toneule! Jetzt könnten wir natürlich mal. Artefakt macht? Ja, ins Inventar gehen. Artefakte, da haben wir die Toneule. Ah, die gibt uns Verteidigung plus, aber auf die Bombe minus. Na, aber es gleicht die Verteidigung vom Anfang aus. Na so. Gut, aber die Bombe benutzen wir ja eh eher, um Sachen zu sprengen. Richtig, ja. Nicht um Viecher zu töten. Gut, dann passt das doch. Oh, wir sollten uns aber beide unsere Gesundheit kümmern. Ja, da werden wir jetzt schon noch Medipacks oder sowas finden. Waren wir hier hinten schon gucken? Ja, gell? Ja. So. Dann gehen wir mal weiter auf die Suche nach den restlichen Sonnenscheiben. Oh, da drüben ist ein roter Schädel. Na gut, da werden wir jetzt wahrscheinlich schon. Von hier unten. Wenn wir außen rumgehen, weißt du? Was jetzt? Oh, wieder böses Getier. Ja, da kommen sie schon. So, nimm du das. Achso, naja. Oh, Achtung. Da ist wieder viel Zeug. Wollen wir erstmal gucken, ob wir die schon einsetzen können, die eine Sonnenscheibe, die wir haben? Vielleicht ist die ja auch schon automatisch da drin. Nee, da kommt was raus. Ah ja, die ist automatisch. Guck, die ist automatisch drin. Ja, das wissen wir schon. Zweite Scheibe. Gut. Dann kannst du ja das nächste nehmen. So, dann kriegst du wieder das nächste und dann passt das doch schon wieder alles. So, Munition brauchen wir keine. Aber ich sehe schon, dadurch, dass die Artefaktleiste da unten jetzt voll ist, glüht mein Speer so komisch und ich mache mehr Schaden damit. Wo so. Ist das also? Was haben wir hier? Guck mal, glitzert noch was. Bling, bling. Haben wir hier noch was? Glitzer, glitzer. Ja. Boah, damit hast du die Herausforderung ja schon geschafft. Ich hab noch keine Anzeige. Nee, oder ich hab's nicht mitbekommen, das kann natürlich auch sein. Oh, Moment, geh da weg. Boah, der hat sogar das Viehblatt gewalzt, die komische Mulle. Achtung, hinter dir. Hm, ich schon. Achso, jetzt hatte ich zwischenzeitlich Schaden bekommen, genau, und jetzt mache ich wieder weniger Schaden mit meinem Speer. Ah, jetzt ist sie wieder voll. Ah, muss man das erstmal wissen. So, wollen wir da hochgehen oder was? Ja. Ich höre noch Gegner irgendwo auf jeden Fall. Ah, hier ist ein Truck. Achtung. Oh. Das ist ein Zauberer. Boah. Ah. Oh, ich hab kein Blut. Jetzt lieg ich hier. Ich hab den einen Magier noch umgebracht, der hier stand. Magst du mich wiederbeleben? Ja, jetzt ist es zu spät. Warum? Weil dann die Zeit abgelaufen ist. Willst du? Nö, nimm du.
So, da geht's auf jeden Fall in so einen Tempel rein. Da unten ist was. Magst du mir mal dein Seil anheften? Und dadurch sollten wir auch wieder beide voll Energie haben. Yay! Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal hier rein, oder? Ja. Machen wir das doch einfach mal. Da ist die nächste Sonnenscheibe drin. Ja. Aufsprengen wäre, glaube ich, zu einfach. Oh doch, wir müssen beide, glaube ich, hinlegen, eine Bombe. Und gleichzeitig zünden, nehme ich mal an. Na dann zieh mal. 3, 2, 1. Ach, meinst du, da kommt man so schnell rein? Ah ne, warte mal. Komm mal mit. Lass mal hier runtergehen. Ich stelle mich jetzt mit dem Schild dahin. Und du betätigst den Schalter. Okay, ich vertraue dir. Achtung. Achso, das schießt du jetzt da hoch, genau. Und dann nehme ich die Sonnenscheibe. Die vorletzte ist es ja. Finden Sie die letzte fehlende Sonnenscheibe. Okay. Na, sehr schön. Das hat auch gut geklappt. Aber guck mal, hier hinten ist auch noch was. Warum ist das... Wie kommen wir da rein? Wenn nicht, nochmal... Zieh nochmal an dem... Oh, hoppsa. Am Schalter. Hey, halt, halt. Halt! Halt, halt, halt. Gucken, ob damit auch die Tür aufgeht. Nee. 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 Muss es ja noch irgendwas anderes geben. Vielleicht kommen wir da später noch irgendwie hin. Dass wir quasi von unten hochkommen und dann hier mit dem Schalter die Tür öffnen, weißt du? Na, schauen wir mal. Ja, ich bin auch ein paar Mal reingesprungen, hab mich schon. Viel HP. Oh, Achtung! Oh, wo ist der denn? Oben. Oh, das ist ja fies. Aua! Aua, aua, aua! Ich glaube, ich habe ihn tot gemacht. Nee, der wackelt los. Nee, der Magier ist tot, da kam jetzt nur eine andere noch runter. So, die sind auch weg. Die kleinen Schweinchen. Halt! Was denn? War noch ein Diamant. Was denn? Das ist alles wichtig, wenn man stirbt. Ja, haben wir schon rausgefunden. Also wenn man stirbt und sich wiederbelebt, dann werden Punkte verbraucht. So, warte mal, was war? Hat hier hinten eben noch was Grünes geleuchtet? Nee, war nur die Palme. Schade. Na, hat doch noch was geleuchtet. Naja. Ja, so, und wenn man keine Punkte mehr hat, hat man Pech gehabt. Das ist richtig, ja. Da leuchtet was. Da kommen bestimmt jetzt auch eine Menge Viecher, die es beschützen. So, und da oben ist ein Munitionsupgrade. Komm, da klettern wir so gar nicht hoch, da machen wir hier Schildsprung. Okay. So, oh, hoppsa, sorry. Yay. Munitionsupgrade.
So, achso, und hier sollen wir jetzt rüber, ohne das Wasser zu berühren. Die Dame holt sich noch das Gefunkel. Na klar. Da hinten ist Glitzer. Kuchenschädel. Naja, man kann ja trotzdem das versuchen. Man kann sich das ja erstmal holen. Ach, da glitzert es nochmal. Ja, ich probiere es mal, ohne das Wasser zu berühren. Magst du mitkommen? Ja, Moment. Ich muss bloß erstmal. Nee. Uff. Okay. Oh, ich muss zurück. Na, ich glaube, oder? Ich glaube, man muss es beim ersten Mal packen, oder? Meinst du, man kann es immer wieder probieren? Warum sollte man nicht? Weiß ich nicht. Hast du den Erfolg? Naja, hat nicht gezählt. Oh, tut mir leid. Macht doch nichts. Das Medikit. Aber dafür haben wir einen roten Schädel. Man kann halt nicht alles haben. Ist halt wahrscheinlich, um den Wiederspielwert des Spiels zu erhöhen. Das ja gut, aber ich meine, man hätte ja auch erst drüber hüppeln und dann den Schädel holen können. Das, ja, ist doch egal. Soll der kein 100% geben? Da ist noch einer. Da ist noch einer. So, machen wir Aufzug und hepp. Upsa. Hepp. Oh, da haben wir schon 6 Stück. Nicht schlecht. Wo ging es denn jetzt hier weiter? Da vorne irgendwo, gell? Aber ich würde sagen, die Treppe hier werden wir erst im nächsten Part besteigen. Okay. Also Leute, bis dahin. Ja, tschüss. Ciao, ciao.